Hallo liebe SCP-07-Fans, bei einer neuen Folge Mein Lieblingsrezept, heute mit Mo Schulze. Hi Mo, wie geht's? Hallo Tobi, alles gut und bei dir? Bei mir ist auch alles toll. So, du hast uns was richtig Spannendes mitgebracht. Dein Lieblingsrezept ist nämlich? Ja genau, wir machen heute selbstgemachte Gnocchis mit einer Champignon-Rahmsoße. Gut, da haben wir hier schon mal für, also den Teig haben wir schon mal fertig, aber damit ihr seht, was man dafür alles braucht. Es sind mehlig kochende Kartoffeln, Mehl und Salz. Mehr braucht ihr eigentlich nicht machen und das Endprodukt wäre unser Teig. Den werden wir jetzt schneiden, portionieren und dann werden wir unsere Gnocchis selber formen oder wie wir sagen würden in Westfalen, Gnocchis. Dann legen wir los. Passt das so? Genau. Ich roll jetzt den Teig zu so einer kleinen Wurst. Okay. Wie oft machst du das? Ab und zu mal. Okay. Aber es nimmt doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, auch den Teig zu machen. Aber ich esse es sehr, sehr gerne, auch wenn du sie machst. Dazu machen wir übrigens gleich Champignons in Rahmsoße. So, der Mo hat den letzten gemacht. Das heißt, wir sind fertig mit unserer Vorbereitung und gehen jetzt rüber in die Küche. Jetzt wird's ernst. Okidoki, jetzt geht's ans Eingemachte. Nehmen wir einen Teller, ne? Genau. Soll ich dir angeben und duschen, bevor wir uns hier verbrühen? Ich würde jetzt einfach ins Wasser reinlegen. Du machst es mit richtig Liebe. Ja, natürlich, wie immer. Wie du dein Essen für uns machst? Selbstverständlich. So mache ich das jetzt für uns. Das ist ja das, weswegen ich hier bin. Ich komme ja immer für das Lächeln der Spieler. Das stimmt, ja. Immer wenn man früh hier hochkommt, hat Tobi die beste Musik an und immer ein Lächeln. Genau. Für jeden. Auf den Lippen, deshalb. Ja. Dann machen wir parallel dazu jetzt mal deine Champignons in Rahmsoße. Ja, genau. Als kleiner Tipp, damit das Ganze, weil wir möchten die jetzt ja relativ trocken haben, einfach ein bisschen Zewa unten mit reinlegen, damit das wirklich im Trocknen liegt. Nebenbei schmeißen wir mal einmal unsere Champignons rein. Kochst du denn öfter auch für Freunde und oder nur für dich? Oder? Also so alleine kochen ist halt nicht so mein Ding, weil dann muss man, glaube ich, hat man mehr Aufwand, als dass es mir was bringt. Aber sonst Freunde, Familie, wenn die da sind, dann koche ich schon gerne. Von den Pilzen her würde mir das im Prinzip schon reichen. Möchtest du es brauner haben oder? Ich würde in der Innenseite noch ein bisschen brauner haben wollen, okay. Tatsächlich. Dann kommt jetzt einfach zum Schluss ein guter Schuss Sahne dazu. Den reduzieren wir ein. Und das Beste auch wieder an diesem Gericht ist einfach, es geht echt ratzifatzi, wenn wir den Teig vorbereitet haben. Ja. So, wir sind zum besten Teil gekommen, dem Anrichten und dann zum allerbesten Teil, dem Essen. Ich werde das Ganze mal machen, so wie ich mir das vorstelle. Jetzt müssen wir mal gucken. Gastronomisch musst du alles abzählen. Mhm. Nicht, dass ein Gast wieder mehr kriegt als der andere. So, Pilze gibt es ordentlich, ist gesund. Meine Mutter sammelt unheimlich gerne Pilze. Ja? Zwar keine Champignons, Steinpilze etc. Die rennen da durch Wälder und so weiter, die steht da völlig drauf. Ich muss sagen, ich könnte nur eine Handvoll aufzählen, aber wir hatten ja mal einen Stürmer, der kann wahrscheinlich 25 davon aufzählen. Echt? Wow. So, super. Damit wirst du der Schwiegersohn des Jahres. Okidoki, kommen wir jetzt zum besten Part, zum Essen. Erstmal vielen Dank, Mo, dass du mir das überhaupt gezeigt hast. Ich bin wirklich gespannt. Ich bedanke mich bei dir, dass ich dabei sein durfte. Und wir hauen mal rein. Okay, das schmeckt wirklich komplett anders als das, was man aus dem Supermarkt kennt. Mhm. Ich finde es echt lecker. Aber ich finde es richtig gut. Ja. Okay, das war's für heute. Danke, Mo. Toll, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Mein Lieblingsrezept. In dem Sinne, bis bald.